Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute mal was ganz Besonderes. Was seht ihr nach dem Trailer? So, Hallöchen. Und zwar erstmal eine Kleinigkeit. Alle Leute, die mich jetzt abonnieren, bekommen von mir eine Mail mit einem Kochbuch als kleines Geschenk. Also abonniert den Kanal, es lohnt sich, ihr bekommt dann was Schönes geschenkt. So, was machen wir heute? Heute machen wir mal was ganz Interessantes, rein zufällig gesehen. Und habe gedacht, probieren wir mal aus. Und zwar ist das Keksteig, den man so essen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gesund sein soll oder nicht. Ich bezweifle das. Also, ja, okay. Die sind auch nicht relativ günstig, die Dinger. Die kosten so um die 3 Euro beim Rewe. Aber gut. Schauen wir uns das mal hier an. Okay, hier riecht es relativ nach Zimt. Was haben wir denn hier? Keksteig zum Naschen. Cinderella-Rollen. So, was haben wir hier drin? Brauner Zucker, Butter, Weizenmehl, Puderzucker, Zimt gemahlen, Emulator, E471, Vanille, Salz. Ja, lecker sieht das jetzt nicht aus, also von daher mal gucken. Sieht aus wie so irgendwie so eine Leberwurst. Riechen tut es ganz lecker. Na gut, traue ich dich mal dran. Sieht auf jeden Fall eigenartig aus. Ja, das ist verdammt süß, definitiv. Man schmeckt auf jeden Fall extrem den Zimt raus. Man hat so, ja, wie wenn man wirklich Teig isst, so einen matschigen Geschmack im Mund, so mehlig, pampig. Ja. Das weißt du hier, keine Ahnung, was das weißt du hier ist. Okay. Boah, das ist natürlich doof. Das weißt du, was man hier sieht, hat sich wohl der Zucker abgesetzt, weil das ist reiner Zucker. Ja, nee, das ist jetzt nicht so berauschend. Auf jeden Fall Kalorienbombe, so wie es schmeckt. Wie viele Kalorien hat das denn hier? 378 Kalorien auf 100 und der Teil hier hat 160. Also ist schon eine Hausnummer. So, dann haben wir hier Zitronenkuchen. Wie schnack. Nix. Sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja. Also kalorienmäßig. Mal gucken, ob wir da gleich liegen. Ja gut, hier ist noch ein bisschen mehr drin. Hier haben wir 384. Also erwarte ich jetzt hier von dem Produkt, dass es auf jeden Fall noch süßer ist. Auf jeden Fall steinhart. Ja. Schmeckt um einiges besser als das jetzt. Schon wegen der Zitrone her. Aber im Gaumen hat man immer so das Mehlige. Okay, soll ja auch Teig, Teig sein. Ich frage mich nur, warum soll man Teig essen? Ja. Keine Ahnung, was man sich hierbei gedacht hat. Schmeckt ganz gut. Ja, aber ich weiß nicht. Wenn man davon jetzt einen ganzen Becher isst, denke ich mal, bekommt man noch irgendwelche Bauchschmerzen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Will ich auch nicht unbedingt ausprobieren, das ganze Ding zu essen. So, was haben wir hier? Hier haben wir Cookies. Chocolate Chips. Mit Chocolate Chips. Na, wie sieht es hier mit den Kalorien aus? Ja, okay. Hier gehen wir nochmal eine Stufe rauf. Auf 451 Kalorien. Na gut. Also die Dinger sind nicht gerade, um Diät zu machen. Geruch, neutral, nichts. Innen drin sieht es ganz akzeptabel aus. Ja. Na, schauen wir mal. Na, also sieht optisch aus wie so ein Ben & Jerry Eis. Auch mit den riesen Cookies drin hier. Ja, die Schokolade schmeckt ganz gut. Richtig dicke Brocken. Ja, okay, hier hat man auch jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass man Teig isst.
Also, das ist schon mal, das ist geil. Dann kann man auch gut weiter essen. Die zwei, wie gesagt, da hat man immer so einen mehligen Geschmack im Hintergrund. Das hier so, könnte man schon fast sagen, wie so Ben & Jerry Eis, nur nicht gefroren. Das ist ganz lecker, kann man essen. Okay, hat natürlich auch die meisten Kalorien. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und nicht vergessen, jeder, der jetzt abonniert, bekommt von mir was geschenkt. Ein geiles E-Book. Ciao, bis zum nächsten Mal.